Hallo meine Lieben und willkommen zurück in der Tranzstube. Bevor wir uns um das Thema dieser Woche kümmern, wollte ich noch einmal eine kurze Ankündigung machen. Es kann sein, dass ihr in den kommenden Wochen ein paar mehr Videos von mir sehen werdet oder auch mal anstatt meiner normalen Montagsvideos etwas andere Videos. Das hat den Grund, dass ich jetzt letztens die Idee hatte, dass ich einmal ja beschreiben kann, da ich ja das meiste, was ich haben möchte, hinter mir habe, wie man einen vernünftigen Antrag stellt auf die geschlechtsangleichende Operation oder für die Personenstandsänderung und wie man das vernünftig macht, was man beachten muss und wie sowas aussehen kann. Einfach weil viele Anträge ja schon alleine dadurch abgelehnt werden, dass sie nicht vollständig sind oder dass die Aussagen, also dass die Unterlagen nicht aussagekräftig sind. Und um dem vorzubeugen und auch der Frustration vorzubeugen, wollte ich einfach ein paar kleine Informationsvideos hochladen, in denen ich euch mal so zeige, wie meine Anträge aussahen. Ich habe das nämlich alles aufbewahrt und was ich so da geschrieben habe. So, nun kommen wir aber zum Thema dieser Woche und das wäre Dysphorie und wie man damit umgehen kann. Ich persönlich hatte immer sehr, sehr extreme körperliche und soziale Dysphorie. Das heißt, ich habe mich weder mit meinem Körper identifiziert, noch mit der Art, wie ich wahrgenommen und angesprochen wurde. Mein größtes Problem war halt einfach, okay, ich habe die Oberweite und werde dementsprechend als Frau gelesen. Die erste Option, die natürlich jeder transidente junge Mann, der auf unserem jetzigen Stand ist, kennt, ist natürlich der Abbinder. Ich persönlich habe immer welche von Underworks gehabt. GC2B soll auch sehr gut sein. Ich würde natürlich immer empfehlen, etwas Hochwertiges zu nehmen, denn sonst schadet ihr euch nur selber. Lest euch gerne irgendwie Online-Bewertungen durch. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, Underworks ist sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit denen gewesen. Die haben im Prinzip so nur Brust, Shirts und dann komplette, also die bis zur Hüfte runtergehen, wie dann solche Unterhemden. Finde ich sehr gut. Vorne dreifach verstärkt, hinten einmal im Prinzip, um den Rücken zu schonen. Also da war ich sehr, sehr zufrieden mit. Also was soziale Dysphorie angeht, das kommt mit der Zeit in der Regel. Das ist natürlich dieses typische Gefühl von junge Frau. Man wird als junge Frau angesprochen, man denkt sich nur so, Scheiße. Nicht schon wieder, das tut weh, es ist scheiße, niemand mag das. Da ist natürlich auch schon mal ein erster guter Schritt, sich die Haare zu schneiden, eine typisch maskuline Frisur auszusuchen. Das kann schon helfen. Gerade jetzt moderner wird die Methode, dass man mit Contouring so ein wenig an seinem Gesicht arbeitet. Das ist im Prinzip, Contouring-Make-up besteht meistens aus zwei dunkleren Tönen und einem helleren Ton, die dann im Prinzip taktisch an Stellen aufgetragen werden, um die Optik einer anderen Gesichtsform zu geben. Gibt es viele Videos auf YouTube? Ich persönlich kenne mich nicht gut damit aus, von daher würde ich das lieber den Profis überlassen. Was eine ganz große Methode für mich war, mich von Dysphorie abzulenken, war halt genau das, Ablenkung. Ich habe mich unter meine dicke, weiche Bettdecke gelegt, sodass ich meinen Körper nicht sehen musste und habe mich einfach abgelenkt. Eine Methode war da für mich, klingt total komisch, ich habe sehr, sehr kaltes Wasser genommen, ein Glas voll, habe das getrunken und habe mich einfach darauf konzentriert, wie fühlt sich dieses Wasser in meinem Mund an. Wie fühlt es sich an, wenn es die Kehle runterläuft, in den Bauch fließt? Und das hat mich dann immer so ein wenig abgelenkt. Meditation hat mir geholfen, dass ich so mich eher darauf konzentrieren kann, wer ich bin und nicht, was für eine Hülle ich habe, was für einen Körper ich habe, was für eine Form ich habe. Und generell alles Mögliche an Ablenkungen. Eine Playlist hören, wenn man Kunst mag, einfach mal malen. Es muss nicht mal irgendwie
was Gutes sein. Es kann halt einfach nur, keine Ahnung, man nimmt sich einen Pinsel und ganz normale Wasserfarbe und malt irgendwelche Farben und Formen auf ein Blatt Papier. Einfach irgendwie Dampf ablassen, laufen gehen, einen Boxsack boxen. Was ich auch viel gemacht habe, ist dann zu meiner Zeit, als ich dann wieder mit dem Reiten angefangen habe, reiten gehen. Das sind alles so Sachen, die ich persönlich für mich gefunden habe und damit bin ich eigentlich auch immer relativ gut gefahren. Natürlich gibt es dann Momente, in denen die Dysphorie einen wirklich runterboxt, gerade so in Verbindung mit Depressionen, was ja nun auch häufig bei transidenten Menschen der Fall ist. Nicht immer. Wundert mich immer wieder, aber nicht immer. Ja, Dysphorie und Depressionen können einen dann schon ziemlich, naja, ausnocken. Man liegt dann da und sieht keinen Sinn darin rauszugehen. Und ich kenn's und ich kenne ehrlich gesagt keine so extrem gute Methode dagegen anzukämpfen. Bei mir hat sich das einfach, Gott sei Dank, relativ schnell wieder gelegt. Ich habe mich dann irgendwann hochgezwungen, gerade wahrscheinlich, weil ich von meinem Psychotherapeuten dann noch Medikamente bekommen habe. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, weil das für mich auch ein Schmerz ist, der nicht mehr ganz so greifbar ist. Das ist für mich nicht ganz so greifbar, wie es mal war, weil mit der Mastektomie war für mich eigentlich alles vorbei. Tatsächlich ist es schon mit der Hormontherapie besser geworden. Nicht extrem gut, aber besser. Und in der Hormontherapie habe ich dann ganz häufig das gemacht. Ich habe viele Selbstporträts gemalt und gezeichnet und habe dann einfach mit dem Gedanken gespielt, okay, wie sehe ich wohl mit den Hormonen aus? Wie sehe ich wohl in 20 Jahren aus? Wie sehe ich wohl in 30 Jahren aus? Und das wäre auch noch eine Option für Künstler unter euch. Was ich auch gerne gemacht habe, ich habe Sims erstellt, die dann einen Bart hatten oder irgendwie genau den Kleidungsstil, den ich gut finde. Ablenkung ist da eigentlich das Wichtigste. Ja, in der Hormontherapie ging es dann halt irgendwann, weil ich dann relativ schnell auch Änderungen gesehen habe und dann habe ich mich auf die Änderungen konzentriert. Und die Mastektomie war dann für mich mein Befreiungsschlag. Denn mit der Mastektomie, eigentlich hatte ich vorher gedacht, ich müsse auch mich untenrum anpassen lassen, dass das so der einzig wahre Transweg ist. Aber es gibt so viele verschiedene Arten von Dysphorie und so viele verschiedene Möglichkeiten, Transsexualität zu erleben und zu leben und zu fühlen, dass es nicht den einen wahren Transweg gibt. Für niemanden. Und das ist auch wichtig so, weil wir sind alle anders. Und es muss halt einfach nicht sein, dass man sich da so streitet drüber, was ist nun der richtige Transweg, was musst du tun, um ein echter Transmann zu sein mit Stempel und Siegel, ne? Muss nicht sein. Ich denke, das Wichtigste im Falle Dysphorie ist, sich bewusst zu machen, dass das kein andauernder Zustand ist. In 10 Jahren, in 15 Jahren wirst du irgendwann darauf zurückschauen und dir denken, das war eine harte Zeit, aber ich habe es geschafft. Denn das ist eigentlich das, was man immer versuchen sollte. Man sollte immer versuchen, selbst wenn es nicht gut ist, irgendwie weiterzumachen und sich Hilfe zu holen und mit Freunden darüber zu sprechen und mit Verwandten darüber zu sprechen, wie man sich fühlt und was man eventuell tun kann, um es besser zu machen. Manchmal hilft es einfach, bei mir hat es ganz ehrlich geholfen, eine Freundin von mir hat irgendwann auch vor den Hormonen bei mir, mir immer wieder mal zu erzählen, dass sie immer wieder vergisst, dass ich nicht als Mann geboren bin und das tut schon so unglaublich gut zu hören. Das habe ich mir dann irgendwann aufschreiben lassen, beziehungsweise sie hat irgendwann mal tatsächlich eine Nachricht für mich dann geschrieben auf ein Blatt Papier und hat mir die gegeben und das habe ich immer aufbewahrt. Das habe ich dann
mehrfach gelesen und das hat sehr, sehr gut getan. Und solche Erinnerungen muss man sich beibehalten. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ansonsten haben die anderen Jungs euch bestimmt auch noch viel zu erzählen, denn für mich ist das schon wieder so weit entfernt, dass es nicht mehr richtig greifbar ist. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter Ansporn, weiterzumachen, denn wenn ich das schaffen kann, dann könnt ihr das auch. Und ich glaube, diese Erfolgsmomente sollte man nicht beneiden, sondern sollte dann irgendwann drauf achten und sehen, okay, das kann ich auch. Das werde ich auch schaffen und das werde ich auch machen und das ziehe ich durch. Und ich hoffe, dass ihr das alle so für euch behalten könnt, in eurem Herzen behalten könnt. Und ich hoffe, dass die anderen Jungs noch etwas praktischere Tipps haben als ich. Alter sentimentaler Sack. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Methoden habt, die vielleicht euren Freunden oder anderen Zuschauern helfen könnten, die ich jetzt nicht erwähnt habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde es einfach gerne lesen, weil ich es dann auch natürlich an meine Freunde weitergeben würde. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht sogar diese Woche noch wieder. Wir sehen uns. Bye.